Hey, ich begrüße euch heute nicht von unterwegs und nicht aus meinem Hängesessel. Ich bin dunkel im Moment. So, sondern von so einem Freisitz hier, so einer Terrasse. Ich muss euch nämlich jetzt erstmal eine Geschichte erzählen. Vor, ich weiß nicht, 2 oder 3 Tagen vielleicht bin ich auf dem Weg mit dem Hund 2, 3 so kleinen Erst- und Zweitklässlern entgegengekommen. Und die waren auf dem Fahrrad, waren unterwegs und der kleinste von denen, der war 6, 7 höchstens, meinte, ich glaube, es ging um Jahrmarkt oder irgend sowas in der Richtung, ja, ich habe 2 Einer-Chips und du hast 1 Einer-Chip. Kurze Pause und dann sagt er, hey, dann haben wir ja 3 Einer-Chips. Dann kriegt jeder 1 und dann können wir ja zusammenfahren. Und ich dachte mir, wie geil ist das denn? Das ist so ein Knirps. Wie gesagt, ich weiß nicht so genau, worum es ging. Ich denke, es war irgend so ein Fahrgeschäft, so wie auf dem Jahrmarkt. Und er hatte also so Chips dafür, mit denen man fahren kann. Das ist so ein Knirps. Der kann als Erstklässler sicherlich addieren und vielleicht auch schon subtrahieren. Aber der hatte so einen kleinen Durchbruch in seinem Hirn. Der hat auf einmal verstanden, wofür man das brauchen kann, ja? Er hat richtig viel Mathe gemacht da. Zuerst mal hat er multipliziert. Ich habe 2 mal 1 Chip. Dann hat er addiert. Meine 2 plus deinen 1 Chip, das macht 3. Und dann hat er sogar noch dividiert. Die nämlich wieder durch 3 Leute geteilt, sodass jeder 1 kriegt, weil er mit allen fahren will. Also da ist richtig viel in diesem Kopf passiert und dieses Gesicht, diese Freude in diesem Gesicht, wie man ganz genau gesehen hat, der freut sich jetzt nicht darüber, dass die alle zu dritt fahren können, sondern darüber, dass ihm das gerade bewusst geworden ist. Das war einfach so göttlich. Das war so süß. Und ich dachte mir, ja, das ist so typisch Grundschule. Wenn man immer mal wieder diesen kleinen Durchbruch hat, ich denke, ah. Und ich finde das so schön. Und wenn ich jetzt mal so überlege, an meine Schulzeit zurückdenke und mir so Schüler angucke, die so um mich rum sind, wie die alle so irgendwie ein bisschen frustriert sind, weil kaum noch einer diese Momente hat. Dieses, jetzt mal ganz ehrlich, wenn ihr ewig lange ein Thema nicht versteht, dann versteht ihr es auf einmal, warum auch immer, dann findet ihr das doch auch ein enorm toller Moment, weil ihr, ich weiß nicht, vielleicht schon ewig lange dran sitzt und auf einmal macht's Klick, vielleicht aber auch, weil ihr auf einmal dieses Thema durchaus interessant findet. Und das ist so eine riesen Belohnung, jetzt was zu verstehen, was man die ganze Zeit nicht verstanden hat. Auch wenn man das vielleicht eigentlich gar nicht braucht, ist es trotzdem ein unglaublich tolles Gefühl. Und wieso geht das eigentlich so verloren? Also, ich meine, auf der einen Seite, gut, ja, in der Grundschule ist ja noch alles neu mit Schule und so. Da lernt man dann auch Sachen, die man wirklich im Leben braucht. Das ist dann auf der weiterführenden Schule nicht mehr immer der Fall. Aber man kann da ja trotzdem was lernen, auch was Neues lernen. Also könnte dieser Moment ja trotzdem entstehen, dass man sich denkt, oh! Und der entsteht, je älter man wird, immer seltener. Liegt das an der Pubertät oder liegt das ernsthaft am Unterricht? Oder vielmehr an der Schule an sich, dass sie keine Lust mehr dazu haben? Ich bin mir da echt nicht so sicher. Ich finde es auf jeden Fall enorm schade, weil allein schon dieses Gesicht. Ah, war das süß. So, jedenfalls sitze ich hier. Es ist Sonntag und ich bastel an, wie nenne ich das denn? So geometrischen Formen, weil ich für die Sommervideos ein paar alte Videos in das neue Format, also mit Prezi, bringe. Und bin halt am Überlegen, wie ich bei diesem einen Video jetzt was einfüge, dass ihr versteht, was ich meine. Und das ist A, mit Prezi nicht ganz einfach und B, musst ihr erstmal ausprobieren, was es gibt. Und dann war ich hier so am Rumspielen mit Zirkel und Geodreieck. Mal schauen, ob ihr das seht. Wartet. Oh je. Ja, also so grob kann man es, glaube ich, erkennen. Wie ich das so am Spielen war, ist mir auf einmal diese Figur wieder eingefallen. Die hat, als ich weiß nicht, vielleicht so 5., 6. Klasse war, meine Cousine irgendwo rumliegen gehabt. Und ich war damals voller Mandala-Fan. Ich habe diese geometrischen, oder sind nicht immer geometrisch, aber diese wunderschönen Bilder so total gerne ausgemalt und sehe das. Und ich wusste genau, ich habe in meinem Mandala-Buch irgendwo genau so eine Form. Aber ganz viele davon. Also ich sie gefragt, wie hast du das gemacht? Dann hat sie mir das gezeigt. Dann habe ich gemeint, woher weißt du, wie das geht? Dann meinte sie, das haben wir gerade in, ich glaube, in Mathe oder in Kunst. Ich meine sogar, das war so eine Kombination. Und ich habe, ich weiß nicht, ich glaube, 2, 3 Tage mich den ganzen Mittag hingesetzt und diese Dinger gezeichnet. Und da sie 2 Jahre älter, oder 2 Klassen über mir war vielmehr,
war sie natürlich eine ganze Ecke weiter. Und ich habe mich nie getraut, weiter zu machen als diese Form hier. Weil, jetzt kommt's. Als Schüler dachte ich immer, du darfst nicht weitermachen als das, was der Lehrer will. Du darfst nicht mehr Hausaufgaben machen, du darfst nicht freiwillig neue Sachen rechnen, weil vielleicht machst du es ja falsch. Was letztlich egal wäre, weil ich mache das ja privat. Und was ich in der Schule dann umlernen muss, gut, umlernen ist immer blöder, als einfach nur zu lernen. Aber das hat mich so interessiert, ich fand das so faszinierend, dass ich trotzdem nicht weitergemacht habe, weil ich irgendwie so Hemmungen hatte. Und ich habe manchmal den Eindruck, bei so manchen Kommentaren, es geht euch auch so. Also jetzt nicht allen, aber hin und wieder denke ich so, ich glaube, da tickt jemand genauso wie ich. Und jetzt denke ich mir, hä, warum habe ich da nicht weitergemacht? Das ist doch völlig überflüssig, ist doch wurscht. Ist doch super, wenn mich was begeistert. Und zwar so sehr begeistert, dass ich weitermachen will. Also nochmal zurück auf das. Ich weiß nicht, ob ihr seht, hier ist auch diese Blumenform. Überall sind diese Kreise, beziehungsweise Halbkreise. Nee, noch nicht mal Halbkreise. Es sieht quasi so aus wie das hier. Ja, ist halt einfach jetzt entstanden. Wusste ich gar nicht. Ich habe halt da so rumgespielt. Und da habe ich noch mit dem Innenkreis gebastelt. Und auf einmal dachte ich mir, warte mal. Ich könnte ja auch mal hier mit dem Umkreis probieren. Und tada, kam das raus. Oh, toll. Und ich habe jetzt diese Momente. Und das ist eigentlich einfach nur mit einem gleichseitigen Dreieck und einem Innenkreis und einem Umkreis rumgespielt. Mehr habe ich hier nicht gemacht. Und den Innenkreis hätte ich auch weglassen können. Habe ich halt da noch drin, weil ich habe ja rumgespielt. Und es fasziniert mich jetzt mit 27, obwohl das ja eigentlich nur ein kleines bisschen mehr ist als diese Blume, die meine Cousine da gemacht hat, wo ich mich nie getraut habe, weiterzumachen. Und das finde ich gerade traurig. Also mich begeistert, ist klar, aber ich finde das so traurig, weil das, wie gesagt, ich habe den Eindruck, das ist bei manchen nach wie vor so, dass man den Eindruck hat, in der Schule, man darf nicht mehr machen als das, was der Lehrer will. Und man kann das gar nicht so richtig begründen. Ich weiß so gut, wenn ich in Mathe was nicht verstanden habe, was sehr oft vorkam, aber wenn es halt gerade der Fall war und mein Papa war in der Nähe, oh je. Da habe ich immer gehofft, dass er das jetzt nicht sieht, weil der hat immer so ein anderen Lösungsansatz oder vielleicht auch eine andere Schreibweise. Ich meine, klar, ist eine andere Generation. Was stupst du mich jetzt an? Was stupst denn du mich jetzt hier an? Ist aber nett, hat euch Hallo gesagt. Und dann habe ich immer so ein bisschen Angst gehabt, dass das dann falsch ist, weil ich habe es dann auch nicht verstanden und ich wollte mich nicht darauf einlassen, weil es zählt ja nur dieser eine Lösungsweg und diese eine Schreibweise von meinem Lehrer. Und dabei wusste ich gar nicht, ob das so ist. Wir machen das in der Schule halt alle so, dann wird das schon so richtig sein. Auf gewisse Art und Weise stimmt es ja. Ich meine, hin und wieder kriegt man ja auch mal für den falschen Lösungsweg, also falsch im Sinne von der Lehrer wollte das nicht so, durchaus weniger Punkte. Und ja, wie gesagt, wenn das dazu führt, dass man sich mit etwas nicht beschäftigt, was einen eigentlich interessiert, bloß weil es ein Schulthema ist, bloß weil es ein schulisches Thema ist, das wollte ich eigentlich sagen, dann läuft doch da was schief, oder? Also, ich meine, dass da was schief läuft, ja, das ist bekannt, aber so arg? Weil andererseits, wenn ich mich mit was beschäftige und so wie der kleine Knirps da auf einmal dieses Bing-Aha-Erlebnis habe, dann weiß ich ja vielleicht gar nicht, dass das schulisch ist. Es ist Sonntag, es klappt nicht immer alles beim Reden. Weil der Knirps hat sicherlich nicht gewusst, dass er da gerade Mathe von der dritten, vierten Klasse gemacht hat. Mit Dividieren, im Grunde eigentlich schon Bruchrechnen. Und er hat es trotzdem einfach gemacht. Ja, finde ich irgendwie, ich weiß nicht. Ich meine, es sieht wirklich schön aus. Ich weiß zwar immer noch nicht, wie ich das in die Prezi reinbringen soll. Aber warum ist das so, wie es ist? So, dass man, ich meine, vielleicht als Schüler, das ich denke hier gerade, das ist ein völlig ungeprobter Vlog, ja, dass man vielleicht als Schüler denkt, oder eben nicht denkt, dass man ja weiterdenken kann, sondern irgendwie immer so zurückgehalten wird. Du musst halt das machen, was der Lehrer sagt. Entweder du kannst es oder du kannst es nicht, aber weniger gibt's nicht und mehr gibt's auch nicht. Es ist genau so. Könnte vielleicht daran liegen. Oder dass man sich gar nicht zutraut, mal ein Stückchen weiterzudenken. Mal außerhalb von dieser Standardbox zu denken. Man, da ist es ja, wo alles passiert, was irgendwie revolutionär und neu ist. Das passiert immer außerhalb von diesem Gedankenkonstrukt, was alle kennen. Das ist immer irgendwo anders.
Und wenn es nur 2 Zentimeter weiter draußen ist, also in dem Fall vielleicht eher 2 Millimeter weiter draußen, ich habe nicht so genau gezeichnet, aber da ist dann wieder irgendwas. Und da kommen so wenige hin. Darum ist es so selten, dass irgendwie was Durchschlaggebendes sich entwickelt. Sei das jetzt ein Produkt, eine Dienstleistung oder irgendeine Forschungsstudie oder was weiß ich. Ich fände das jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, gar nicht so unlogisch. Wenn ich länger drüber nachdenke, vielleicht dann doch, aber jetzt so spontan. Ne? Könnte doch. Also an der Stelle möchte ich euch einfach mal dazu animieren. Wenn euch was fasziniert und interessiert, also interessiert reicht schon, muss euch nicht faszinieren, was im Unterricht so ist und was ihr vielleicht auch gar nicht, also wenn ihr jetzt im Unterricht dann fragt, ja, wenn man jetzt so und so macht und der Lehrer sagt, nee, jetzt nicht, da haben wir keine Zeit für, machen wir erst nächstes Jahr oder was weiß ich, was er sagt, lasst euch davon nicht aufhalten. Also allein schon, ich erkläre euch mal kurz, was ich hier gemacht habe. Moment, ich muss das Bildschirm umklappen. So, ich habe einfach nur ein gleichseitiges Dreieck gezeichnet. Dann einen Innenkreis und, wo ist er? Einen Umkreis. Es gibt schon ein Video dazu. Es wird in den Sommerferien ein neues Video geben. Falls ihr nicht wisst, wie das geht, einfach mal anklicken. Ich verlinke es euch auch. Und dann habe ich, was habe ich dann eigentlich gemacht? Dann hatte ich ja schon Zwischenlinien, die mittelsenkrechten, beziehungsweise die Winkelhalbierenden, die sind beim gleichseitigen Dreieck gleich. Und dann habe ich im Umkreis diese Eckpunkte verbunden, wodurch dann hier wieder gleichseitige Dreiecke entstanden sind. Da habe ich dann wieder mittelsenkrechten, beziehungsweise Winkelhalbierende eingezeichnet und dann wieder einen Umkreis, beziehungsweise hier einen Innenkreis. Und so ist es entstanden. Und dabei so Kleinigkeiten. Also zum Beispiel, ich habe halt erstmal dieses gleichseitige Dreieck nicht mit dem Zirkel konstruiert, sondern 60 Grad in jedem Winkel gemessen. Und dann entsteht halt was Neues draus und dann fällt einem auf einmal auf, das brauche ich jetzt ja wieder. Ach, warte mal, wenn ich das dann so und so mache, dann habe ich hier einen 30 Grad Winkel und hier einen 60 Grad Winkel und da einen 90 Grad Winkel. Auch interessant und so. Dinge, die lernt man, ich weiß nicht, vielleicht in der 8. Klasse oder sowas um den Dreh rum, die habe ich auch mal gelernt, aber ja, mich nie so damit befasst, dass ich das mal irgendwo hätte brauchen können. Ich meine, jetzt mal ernsthaft. Winkel kommen im Alltag der meisten Menschen zwar vor, aber man muss nicht wissen, wie groß die sind. Ja, wenn man dann so Zimmermann wird oder irgend sowas in die Richtung, da sind Winkel wieder wichtig, weil sonst sieht das Haus irgendwie, ja, mehr so windschief aus, sage ich jetzt mal. Aber das endet dann am Ende ja auch nicht in sowas. Also ein Haus schon gar nicht. Aber andererseits, man so als Grundriss und diese Blumen sind dann die Wände. Hat auch was. Ist, denke ich, kompliziert zu bauen. Aber es hätte was. Vor allem, wenn man das dann von oben betrachtet. Ach nee, da wäre ja kein Dach drauf. Ach ja, wie auch immer. Und dadurch, dass man das halt so nie hat, ist mir jetzt gerade beim Rumspielen solche Gemeinsamkeiten aufgefallen, die mir sicherlich Mathe um einiges erleichtert hätten, wenn ich das schon ein bisschen früher gewusst hätte. Und das hätte ich wissen können, hätte ich einfach mal weiter mit dieser Blume, ich sage immer Blume dazu, weil ich finde, das sieht aus wie eine Blume. Ich weiß gar nicht, ob das tatsächlich eine Blume sein soll. Naja, hätte ich damit einfach mal weitergemacht. Traurig, oder? Also, ich sage nochmal, ich bin jetzt 27. Das habe ich gemacht, als ich so 13, 14 war. So quasi doppelt so alt werden müssen, dass mir das auffällt. Alles nur, weil ich dachte, ich darf in der Schule nicht weitermachen, als wir im Unterricht schon sind. Und dabei war ich es, die, ich habe es geliebt, in den Sommerferien diese Übungsbücher, die es manchmal in Discountern so, ja, je nachdem, wann Ferien sind, zu Beginn der Ferien oder zum Ende hin gibt, um sich wieder auf den Unterricht vorzubereiten oder Nachhilfe zu haben. Die habe ich immer voll gerne gehabt. Ich habe mir immer, das weiß ich so gut, immer Bücher besorgt fürs vergangene Schuljahr. Nie fürs nächste Schuljahr. Ich habe immer gedacht, nee, nicht weitermachen. Ich frisch lieber auf, was wir im letzten Schuljahr schon hatten. Das hat dann immer so eine Woche geklappt. Da fand ich ganz toll, in dieses Buch umzumalen. Und dann hatte ich keine Lust mehr, weil entweder meine Disziplin nicht so der Brüller war oder aber es mir zu blöd wurde, viel zu einfache Sachen zu rechnen. Oder was auch immer, war nicht immer Mathe, war auch Englisch oder so.
Jo. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ich hoffe, es ist nicht so, aber ich habe manchmal wirklich den Eindruck, also bitte. Lasst euch nicht davon abhalten, was im Lehrplan steht. Wenn ihr weitermachen wollt, macht einfach weiter. Im schlimmsten Fall lernt ihr was, was so nicht richtig stimmt, aber ihr versteht es schon zum größten Teil und am Ende stellt sich nur raus, 2, 3 Dinge sind falsch. Und dann versteht ihr es auf einmal ganz. Das ist eigentlich alles, was passieren kann. Oder im schlimmsten Fall versteht ihr gar nichts. Aber ich meine, es ist ja dann auch wurscht, weil kommt ja dann eh im Unterricht nochmal. Da kann man es ja nochmal von vorne verstehen. Oder nicht. Aber ja, das ändert dann nichts daran, dass ihr vorgearbeitet habt. So, ich probiere hier jetzt noch ein bisschen aus. Vielleicht finde ich noch was Tolles. Und überlege, wie ich das in eine Prezi reinbringe. Wahrscheinlich muss ich mal irgendwo gucken, ob ich das online finde. Und denke an diesen kleinen Knirps mit seinem geistigen Durchbruch und backe mein Brot. Bis dann. Ciao.